Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Big Ambition. Und ja, wir waren ja dabei, unseren Burgerladen einzurichten, zu räumen, dass der ins Laufen kommt. Und ich würde sagen, wir das nächstes. Ich glaube, dass das nicht akzeptiert wird und das ist so mühsam und ich kann das, glaube ich, aber auch nicht ändern. Also, dass da, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, der Rest ist erfüllt, aber das geht nicht. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Muss ich schauen. Aber das ist ja dabei wurscht. Auf jeden Fall, wir müssen einkaufen gehen. Genau. Aber das können wir uns schicken auch lassen. Wenn das geht. Wo war das? Da. Großhandel. Vertrag starten. Burgerbude. Akzeptieren. So. Immer montags. Burger. Papiertüten. Tränkedose. Was gibt's noch? Sonst eh nichts. So. Passt. Soll morgen schon kommen. Wir brauchen den großen Markt, der war da hinten. Da war der. Fahren wir jetzt auch hin. Wir sehen leer. Das ist gut. Mein Auto liebe ich, das neue. Das ist so cool. Es war zwar vielleicht teuer. Aber ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Man tut sich um vieles leichter. Man muss nicht so oft hin und her fahren. Also im Endeffekt rendiert sich das da ja dann schon. Und ich glaube, das passt ganz gut. Und der Parkassistent. Das heißt, ich muss nicht mehr selber einparken. Obwohl ich es ja nicht so schlecht gemacht habe eigentlich. Bin ja gespannt, wann wir zum IKEA dürfen. Oder halt. Ja, heißt nicht IKEA, aber ihr wisst, was ich meine. So, Fahrzeug parken. Wir nehmen uns das Teil. So, wir haben Pommes. Hotdog. Wie witzig das auch schon. Pizza. Oh, bin voll. Fehlt noch was? Ich glaube nicht. Oder? Das heißt, wir haben Hotdog, Pizza, Burger. Hotdog, Papiertüten kriegen wir, Getränkedosen kriegen wir, Burger kriegen wir, Pizza habe ich und Pommes habe ich. Sehr schön. Das heißt, wir sind fertig. Da fahren wir schon. Ich habe die Taste verwechselt. Sag's euch.
der Vater weiter. Ist ja auch komisch. Sagt ja nichts zu meinen Fahrkünsten. Ich bin der beste Autofahrer, den es gibt. In echt, wirklich. Also ich hatte noch nie einen Unfall, auf jeden Fall. Also. Weiß halt jetzt immer, wo ich hin muss. Bin ich da richtig? Ja, bin ich richtig. Na schau. Schon langsam finde ich mich hier zurecht. Schon 19:44 Uhr. Pommes. Du sollst die Sackkarre nehmen. Wieso, wo läuft er hin? Hey? Komplett fertig mit dem Leben. So, Hotdog. Wir füllen gleich alles auf. Sind da nicht so? Ah, das sind die Burger. Hervorragend. Pizza. So. Läuft doch ganz gut. Die letzten Sachen noch rausholen. Einmal müssen wir noch gehen. Macht da nichts. Schaut da schon noch was aus, finde ich, das Geschäft. Also, da kommen doch auf jeden Fall auch noch normale Stühle hin. Das finde ich nämlich schön. Also, so. Perfekt. Das da rein. Wir fahren nach Hause. Das ist nach rechts jetzt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, na schon. Fahrzeug parken. Wir gehen nach Hause, wir schlafen eine Runde. Schlafen gehen. Deine Bemittlung ist eingetroffen. Gut. Wir essen was. Ah. Ja, ja. Ist noch geschlossen, ist nicht so schlimm. Au! Oh, geh weg! Grüß Gott! Sie dürfen ruhig reinkommen. Ich arbeite einfach einen Tag selber mal. War das ein guter Tag? Weiß es nicht.
Hotdogs auffüllen. Okay. Ist schon gut gegangen, also sieht aber nicht so schlecht aus. Die Pommes. Die Pizza. Ich will Pizza. Weiß sicher jeder von wo das ist. Ja, ist bereits voll. Okay. So, was noch? Die Burger. Burger. Hallo? Getränkedose. Kann man auch auffüllen. Burger. Das war da hinten noch drin, ein Papiertüten, gell? So. Papiertüten. Ja, chill doch. Mach keinen Stress. Passt. Ich mache mir einfach selber was. Gutes Geld. Ah ja, die Mitarbeiter. So. Kundendienst, wir stellen auf jeden Fall den ein. Den einstellen. Den einstellen. Den einstellen. So. Meine Mitarbeiter. Wie nennt man das? Bürger. Bürger. So. Ja. Ist es. So. So. Ihr dürft sowas tragen. Und bitte sowas. Nein? Ja, oh ja. Oh ja. Die Frauen auch, bitte sowas. Die tragen auch sowas Chilliges, ehrlich gesagt. Rot war das, gell? Die Hose ist schwarz. Die Schuhe sind auch normal. Die tragen auch sowas. Und eine Schürze. Sehr schön. Schürze ist aber bitte schwarz. Genau. Bei den Männern auch schwarz, bitte. Kappe ist auch so eine Schürze. Haben wir das? Uniform Burger. Uniform Burger. 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 Dienstplan verwalten.
So. Sollen ruhig, das passt schon, weil umso länger die ja offen haben, umso mehr Geld mache ich, logischerweise. So, das heißt, es passt schon so. Tun wir das dann noch vor, das haben wir schon. 23, das alles eingestellt. Der arbeitet einmal durch den ganzen Tag. Der auch. Der arbeitet mal durch. Der noch einmal. Zu viel. Der. So. Der ist fertig. Der noch nicht. So, der ist auch fertig. So. Genau. 50, 50. Schön zu haben, keine Nachtschichten. Das ist sowieso schlecht. Frage ist nur, wo beginnen Nachtschichten? So. Das ist alles ein bisschen eine mühsame Geschichte, aber wir kriegen das schon hin. Ah, okay, jetzt hat er keine Nachtschichten. Ich weiß halt nicht, wo das anfängt mit den Nachtschichten.
Da noch eine dazu. So, was einen brauchen wir, glaube ich, noch. Bürger. Friedliches Arbeitsumfeld. Das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Einmal. Zweimal. Der arbeitet da mal durch. Und du mal daher. Da muss halt dann zweimal kommen. Da kann ich auch nichts machen. Ist halt zwar nicht so toll, aber das ist mir ehrlich gesagt gerade egal. was mache ich mit den restlichen Stunden? Da geht halt putzen. So, das haben wir. Und der mag auch. Meine Güte. Sind die alle hagelig? Montag, Dienstag, Mittwoch, jetzt haben wir es. Zählt das schon wieder? Oh, das zählt noch. So, das haben wir abgeschlossen. Bei denen passt jetzt alles. Na, warte. Keine Nachmittagsschichten. Willst du mich pflanzen? Haben wir da einen besseren? Dem ist zum Beispiel alles wurscht. Schauen wir denen. Den anderen habe ich raus. Burger. Den haben wir raus. Sorry, aber das geht nicht. Das wäre ein zu großes Problem gewesen. Eine Nachmittagsschichten. Das wäre, wie ich sage, bei mir in der Arbeit, Entschuldigung, ich möchte um die Uhrzeit nicht arbeiten. Das geht. Jetzt haben wir alles. Perfekt. Das kann jetzt mal laufen. Wir fahren nach Hause. Würde ich sagen. Wir gehen schlafen. Parken. Ja, ich bin erschöpft.
schlafen gehen. Und fertig. Perfekt. So, was haben wir da? Personalvermittlung. Hä? Ich will aber nichts mehr. Weg damit. Schön. Wir haben fast kein teures Geschenk mehr. Mal, wo ist denn der Großhandel? Da. Aber wir holen gleich ein bisschen ein teures Geschenk. Das ist dann der Kicker. Der Ikea. Heißt der fast so, oder? Wenn ich mich jetzt noch erinnern kann. Ja, da steht ja noch immer da. Hallo? Pizza. Nein. So. Ich wollte... teures Geschenk. Dann nochmal. Was willst du machen? Schöne Auto zerkratzt. Was kostet mich das? Ah, okay. Das ist okay. Wir fahren schon. Bin ja eigentlich gespannt, ob da dann noch auch Erweiterungen rauskommen oder wie, was die da halt noch geplant haben. Schon interessant. Oder wäre interessant zu wissen. Ich weiß nicht, ob es da schon Pläne gibt oder wie das Ganze da ausschaut. Ja, dann bleib doch nicht einfach stehen. Geh weg. Gott, ich sehe schon, mein Auto wird jetzt nicht mehr lang machen. Es kann nicht sein, dass da alles zugeparkt ist. Gibt's ja nicht. Heieieiei. Jetzt gerade Present. Cool. Aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen Boxen. Weißt du, wo ist jetzt mein Auto? Das werden wir jetzt gleich machen. Wir rufen dort an. Laden eine Richtung. The Present. Montag um 10. Wir wollen nicht sowas ablehnen. Wollen wir sowas? Großhandel. Nein. Da. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte boxen, ne?
Scheiß. Holen wir dann selber. So, es ist schon wieder. Na, es ist erst Mittag. Aber es Sonntag ist. Nein. So, manchmal. Der hört nicht auf das, was ich sage. Der nette Herr. Arbeitet sie brav? Ja, oder? Ich glaube schon. Warte mal. Gottes Willen. Und das hier. Das wäre Griff ins Klo gewesen. Nein. Das ist. Oh Gott. Das ist ja hässlich wie die Nacht. Ah, das schaut. Das gefällt mir irgendwie. Zu dunkel, ha? Du wirst hypnotisiert, wenn du das siehst. Was ist denn das, hä? Was ist es? Ich meine, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, ne? Aber. Ah ja, das mag ich. Machen wir es lieber nochmal neu. Das gefällt mir. So Steinoptik, ich mag das sehr gern. Aber dann muss der Boden ein anderes sein. Das passt sonst nicht ganz. Da muss halt dann was Helles her. Na, das geht gar nicht. Holy. Ja? Ist ein bisschen zu. Wahnsinn. Schwierig. Auch halt was wirklich Helles, ne? Das da. So. Perfekt. Das war's. Wir schauen nochmal, vielleicht gibt es jetzt ein Geschäft, das man sich holen kann, was die Erforderungen hat, weil ich sonst, also die Anforderungen hat, weil sonst komme ich nicht weiter im Spiel quasi. Das wäre ziemlicher Mist.
Warum kann ich das eigentlich? Wird dem alle nur 15? Mir ist es ein Rätsel. Alles zu groß. Also und auch zu wenig Verkehrsindex. Oder? Da ist 15. Da. Oh Leute, ich bin ja auch so doof. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit geschaut habe? Ich habe auf das da geschaut. Es ist. Ja. Wenn man halt selber schuld ist, ne, und das nicht checkt und ein bisschen doof ist. Was willst du machen? Herrlich. Ja, kann ja mal passieren. Oder? Ist echt zu schlimm. Das ist so doof. Oh. Nein. Sollst du es mieten und dann verkaufen wir es wieder, weil das ist ja wurscht. Warte. Jetzt. Warte, wir tun das jetzt wieder weg. You got two businesses now, huh? I think that's what the media calls a serial entrepreneur. Very nice work. I'll let you get back to it. And I'll catch up with you later, kid. So. Jetzt haben wir's. Ja, Leute, wenn man halt ein bisschen selber schuld ist und nicht genau liest und schaut. Aber es passiert halt mal. Der läuft jetzt herum wie so ein Wahnsinniger. Perfekt. So, did you get a call from the bank? They must be shocked to see what's happening with your account. Du solltest eine schönere Wohnung suchen. You should find yourself a nicer apartment and buy yourself some really nice furniture. You deserve it. Da, Ikea. Los geht's. Wo ist er? Ich will zum Ikea. Ikea, ich komme. Achso, bin ich falsch gefahren? Nein. Ja, richtig. Wann öffnet denn der?
Oder so. Ah, der ist schon offen. Hallo. Bin hier. Kann ich da was essen? Das geht nicht, gell? Warum auch immer. Ich hätte gerne einen Schreibtisch. Oh. Ups. Ich habe auch schon einen schönen Schreibtisch. Laufband. Und ein Computer. Ein Computer. Was sind denn die? Kias Schild? Desktop Computer. Mehrzweckstuhl. Gibt's da noch? Ich bräuchte noch Boxen. Gibt's da nicht? Müssten da aber sein irgendwo. Und im Moment doch. Das nehmen wir mit. Bleib da, wo gehst du hin? Hey, du bist ja verwirrt. Die Box tue ich mal liefern lassen, weil die haben die da nicht, die ich möchte. Bevor ich aber gehe, werde ich noch beim Chef da vorbeischauen, weil dann... Genau, da muss ich kurz das parken. Genau, jetzt ist der quasi vorgespeichert. Sollte. Und wir können dann in Zukunft... Genau. Was kaufen. So, wir fahren zum Geschäft. Sollten was essen. Geschäft. Egal. Da gibt es dann die Trucks auf der Seite rechts. Au. 70%. Parken! Was habe ich da gekauft?
Jetzt habe ich deine Garderobe. Weiß niemand. So, wir haben es auch gerne ein bisschen schöner. So. Leute, wieso habe ich eine Garderobe? Egal. Ich glaube, man muss nicht alles wissen. Wo ist denn jetzt da? Sieht das so aus? Legal. Sieht sehr legal aus, ja. Steht drüber. Korb. Wegen Zahlen. Lager verwalten. Einsteigen. Ab nach Hause kurz. Parken. Lager verwalten. Sackkarre. Ich hab das. Hey Leute. Wann habe ich bitte eine Garderobe gekauft? Dann ist es auch noch so hässlich. Nix weiß man. Egal. Der Schreibtisch ist einmal um. Ah, das passt ja genau rein, schau. Das ist gut. Ah, einen schönen Gaming-PC. Verkehrt. Wir spielen. Länger. I hope you're having fun, huh? That's what it's all about. And speaking of which, I assume you're still. Ich schlafe jetzt mal eine Runde, gell? Starting to get pretty bored of stocking those shelves in your stores manually, right? Well, you should visit the manager in one of the wholesale stores. I'm sure they can provide deliveries too. Nein, parken. Kurz noch. Obwohl, das lasse ich drinnen. Schließen Sie einen Liefervertrag für Ihren Geschenkeladen bei. Die ist schon interessant. Öffnet in einer Stunde. Dann können wir das ja machen. Ach so, warte, das stimmt. Okay, okay.
Verkehrsindex. Kann man das eigentlich irgendwie pushen? Oder wie ist das? Brauche noch einen Pizzaofen. Dann haben wir den Present. So. Ich hab doch schon einen abgeschlossen. Wenn New York District. Haben die jetzt offen oder nicht? Psst. Hallo? Da fahrt man einfach rein. Braucht Boxen. Wo waren diese Kackboxen? Da. Beim Pi, das ist ein... sollen wir das liefern? Ah ja. Zweimal. Dann hätte ich noch gern ein Telefon. Das zweimal. Das fünfmal. Ein Mistkübel. Das da. Beim Pizza. Na, Pizzaofen war anders hin dann, stimmt. Das sollte reichen. Ich denke, das reicht einmal. Stellen. So, anrufen. Nein, aber ich möchte eine neue. Oder geht das nicht? Meine Güte. Also, ich finde das immer so geil. Wie soll ich denn da rauskommen, ohne mein Auto zu beschädigen? Das ist ja auch behindert. Ein bisschen. Ich habe fast keinen Sprit mehr. Wow, wow, hallo. Ach, alles unter Kontrolle. Links, links. Burgerbude. Also geht ihnen doch das Ding aus.
Gibt's da keinen... Ah, oh ja, da. Sitzen da so. Warte mal, da kann ich das ja stornieren. Dann ist gescheiter, ich mache nur einen. Krieg am Montag die Lieferung. Bier? Bäh. Burger. Dann. Pommes, Hotdog. Martini. Getränkedose. Wichtig. Pizza. Sollte er passen. Montag. Na, wir brauchen es morgen. So. Genau. Das kann man ja lassen. Kann ich noch einen neuen machen? Genau, dann tun wir den weg, machen montags die Lieferung. Ich brauche 4 Stück. Ich brauche einmal preiswertes Geschenk. Ich brauche... Wo haben wir es denn? Papiertüte. Getränkedose und das teure Geschenk. Wo ist es? Da war's. Das kann man ja noch erhöhen. So. Well, let's get back to your business again. Cause you still have a lot to learn, kiddo. Things are going great. Oh yeah. But there are a lot of potential customers out there who never heard about your stores. So it's time to start marketing. Okay. Aber jetzt gehen wir nochmal raus. Gut geparkt, nicht Strafzettel kriegt. Wenn ich ja schon da bin.
So. Kann ich es gleich mitnehmen, auch wenn ich schon da bin. Ne? Das würde mir unnötig da in der Gegend rumfahren. Bräuchte noch eine Tankstelle. Da. So Leute, das machen wir noch in der Folge, würde ich sagen. Geht eh auch schon relativ lang wieder. Könnt ihr mir auch dann mal gerne in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist, dass ich mir Folge eine Stunde machen oder lieber nur Dreiviertelstunde oder halbe Stunde. Da würde ich mich eigentlich auch nach euch richten. Mir ist das relativ gleich. Es soll halt für euch natürlich passen. So, wir tanken mal. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das machen wir. Das ist halt so. Passt. Da müssen wir her. Das gehen wir noch aus oder das legen wir noch rein. Ich bin den gerade niedergefahren. Meine Güte. So kann ich da nicht parken. Getränke aus. Saufen die Leute so viele, oder? Echt? Das haben wir erledigt. Er füllt es einmal nach da. Hallo. So. Sehr schön. Also ich finde, das läuft gar nicht so schlecht. Gib mal her. Da, voll auf. Muss der Chef das machen oder wie? Möchten Sie das Fahrzeug? Ja, na klar. Ja, aber danke. Das ist nett von euch. Wie in echt halt auch, ne? na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Und wir hören uns bei der nächsten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Freue mich. Ciao, Baba.